Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich dachte mir mal, wir starten heute mal von hier im Fliegemodus im Inneren des Drachen. Hier in der Kurve, Gott sei Dank nicht ganz am Ende. Und wäre echt viel zu lang. Und da haben wir schon das Loch, wo wir durch müssen. Ins Maul! Und hier am Kopf geht's auch weiter, also bleibt mal dran. Ja, letzte Folge haben wir das Bärtchen unten gemacht und der soll auch noch ein bisschen Behaarung oben, also ein bisschen Struktur oben lang kriegen. Finde ich, hat er verdient, sonst wird es langweilig. Und zwar setzen wir den, habe ich denn genug dabei? Ja, auf jeden Fall. Hier so Oberkante, ja, hier so lang gehen, habe ich mir so überlegt. Was an? Zack, zack. Der kommt weg. Ja, ist jetzt hier durch die Struktur ein bisschen doof, aber gut. Kommen wir nicht drum rum. Die mal durchziehen kurz. Das ist schön mit dem Meeresrauschen hier im Hintergrund. Ne, der muss ja sogar bleiben. So. Ich finde schon, dass das danach ein bisschen besser aussieht, wenn der hier nochmal so einen Kranz kriegt. Hat er ein bisschen was Wilderes. Auf alle Fälle. Na, dann müssen wir hier hoch. Zack, zack, zack. Gehen wir mal hier rum. Hier über die Nüstern. Nüstern, ha! Nase habe ich mir die ganze Zeit gesagt, das Ding schimpft sich ja Nüstern. Ne? Guck mal, so, wenn man nicht drüber nachdenkt, kommst du auf die richtigen Worte. Nehme ich mal raus. Mal gucken, an welcher Stelle ich hier die Etage runtergehe. Eigentlich hier schon. Ich weiß gar nicht, warum ich da. Das so anders habe. Hm. Kann ich euch gar nicht genau sagen. Guck mal, das ist aber wirklich komplett anders, oder? Bin ich hier nicht weit genug? Machen wir einfach mal so, passt schon. Hey? Was habe ich denn hier gemacht, bitteschön? Habe ich dann eine ganze Reihe vergessen? Ich setze mal hier so an. So.
Keine Ahnung, was ich da gerade so irgendwie anders im Kopf hatte. Scheint ja soweit zu passen. Ja, und da habe ich den dann quasi so angebunden hier, damit er hier wieder so passt, halbwegs. Okay. Dann hatte ich hier ja auch diesen schönen Spaß mir erlaubt. Wie weit sind wir da gegangen? Den oberen genommen oder den unteren? Ne, den oberen. Bis hier rüber. Ach, den unteren habe ich hier weggelassen. Ah, okay. Bin eher hier lang gelatscht. Ja, das sind so. Wie gesagt, ganz so unsynchron ist natürlich auch geil, aber ein bisschen hat das ja doch verdient, dass es auch synchron ist. Ich meine, wenn ich so schon sehe, der Kopf hat, ist auf beiden Seiten ein bisschen unterschiedlich. Habe ich den irgendwo angebunden oder hat der da geendet? Gucken mal, was wir da machen können. Also erstmal prinzipiell sieht das schon mal ziemlich cool aus. Nein! Oh shit. Ich werde den hier mal so hochführen noch. Ich glaube, das ist gut. Mal der. So. Komm hier aus. Hat was. Hat definitiv was. Ich würde jetzt dem gerne nochmal hier so eine Reihe geben. Starten wir mit zweien. Sehe ich schon kommen. Ohne Heal Potion sind wir gleich tot. Ja, können wir ruhig mal da hinpacken. So. Einen da und dann ging es, glaube ich, schon einen hoch. Genau, so passt. Wieder zwei runter und dann. Upsala, Entschuldigung, Sound vergessen. Ja, sieht da mal, hier ist auch wieder komplett anders irgendwie. Nehmen wir den hier raus.
Machen wir mal so. So, wird ein Schuh draus. Ja, guck mal, ich find's gut. Ganz ehrlich, ich find's cool. Jetzt werden wir dem hier noch mal ein bisschen was verpassen. Eine kleine Schönheits-OP. Kannst auch nicht übertreiben. Nee, der gefällt mir nicht. Den nehme ich wieder weg. Der gefällt mir nicht. Ich habe da noch eine Idee. Eventuell sowas hier. Ja, von mir aus kann der drauf bleiben, ist ja egal. Hier noch ein bisschen tiefer. So. Hier so noch ein paar Zotteln dran klatschen. Titan waren davon. Ja, besser als das andere zumindest. Also hier hinten lang. So, das ist hier hinten lang, nee, hier hinten lang. Gucken, gucken, gucken. Ey, das ist hier ein Akt. Der ist nicht mehr feierlich, ganz ehrlich. Spaß, was anderes. Habe ich den jetzt an der richtigen Höhe gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja, so oder so hier irgendwas machen, weil sieht sonst komisch aus. Vom Auge entlang, so. Hier passt es, glaube ich, so, aber im Großen und Ganzen schon. Und hier. Ja, ist auch okay. So, dann hatte ich ja gesagt, ich will da noch ein bisschen mehr Farbe reinkriegen. Das hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon angesprochen.
dass wir hier jetzt noch mal ein bisschen rangehen und dem sowas hier mit reinknallen. Jetzt nicht ausschließlich, aber so ein bisschen. Um da noch mal ein bisschen Struktur reinzuknallen. Komm schon. Ich finde, das lockert das Ganze dann ein bisschen auf. Könnte es natürlich jetzt auch gleich im Gegenteil etwas zumüllen, aber ich glaube eher nicht dran. Ich glaube, da bin ich hier so mit dieser Struktur ein bisschen besser dran. Macht ihn älter. Ach ja, ich habe ja noch gar nicht das neue Schwert. Könnten wir uns mal holen. Hatte ich ja in der letzten Folge angefangen. Das heißt, das neue Schwert, ein neues Schwert. Dazu hat man hier noch ein bisschen. So, was haben wir hier? 15? 100. Oh. Was geht ab? Jetzt können die mich alle mal am Pippo lecken, am Stiez. So, ich würde sagen, wir machen erstmal auf der Seite hier. Wer hätte das gedacht? Was ist denn hier? Mann, dahin. Die Taste. Fangen wir jetzt mal hier rein. So. Warum hält der denn nicht verdammt nicht noch mal? Ist jetzt hier halt, ja, ich weiß, nicht gerade die beste Arbeit, die man so machen kann. Aber das ist gerade das, was das ausmacht. Bin ungelogen, ich glaube schon, dass gerade das am Ende den Unterschied macht, sag ich mal, jetzt zu so einem anderen Drachen, der einfach nur hingeklatscht ist aus einer Struktur. Und so haben wir echt ein bisschen mehr Form drinne. Auch hier der Unterbau, das wird alles ein bisschen besser dadurch. Ja, was ich dem noch geben möchte, eventuell hier nochmal so eine Zottel ran. Die grauen Sakare. So, guck mal, das wirkt schon. Aber die Folge ist auch gleich um. Also die Folge ist eigentlich, sollte schon um sein.
wenn wir mal ganz genau sind. Aber ich habe das Gefühl, ich komme so langsam momentan voran. Traue ich mich mal gar nicht zu beenden. Die habe ich jetzt, glaube ich, genau verkehrt rumgesetzt, ne? Weil ich die außen gemacht habe eigentlich. Ja. Shit hier. Oh. Da ist es. Guck mal, so habe ich es gerne, wenn die so drauf gehen. So. Und der noch drin, dann müssen wir Feier machen. Geht ja nicht anders, wenn wir hier nicht so... Oh, komm, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen weiter. Arsch. Alter. Okay, komm, gucken wir uns das mal an. Weil ich denke, es sollte genügsam sein. Ja, auf der anderen Seite haben wir ein bisschen mehr. Da können wir, glaube ich, besser was sehen. Ja, es kommt. Es kommt Stück für Stück. Ich hoffe, wie gesagt, euch gefällt es. Ich werde vielleicht noch mal ein, zwei Sekunden jetzt hier dran rumhantieren. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.